Ein herzliches Hallo für die Fans der elektrischen Zigarette. Ich grüße euch. Ja, ich habe mir mal gedacht, ich bestelle mir mal den Soldado bei InTaste. Und ja, ich habe ihn mir bestellt. Hier sieht man den auch schon ein bisschen. Sieht so nicht schlecht aus. Ja, man kann den dann auch weiter kombinieren, wenn man noch einen zusätzlichen Nemesis hat. Ne? Ja, wie der geliefert wird, ist sehr merkwürdig. Einfach so. Ja. Hat mich sehr interessiert, dieser Soldado. Hat auch einen merkwürdigen Namen, ne? Soldado. Soldado. Also ist ein Zungenbrecher für mich. Ja, so sieht es aus. Von der AFC bin ich nicht so zufrieden. Also wenn man Druck ausübt, lässt sie sich überhaupt nicht drehen. Naja, ich habe den gereinigt und ich werde euch gleich in die Nahaufnahme rüberschwenken. Und gleichzeitig auch das Gerät von innen vorstellen und auch mich dazu äußern, was mir daran nicht so gefällt. Und ja, dann kommt auch eine erste Wicklung drauf. Ich habe den noch nicht gewickelt. Den werde ich jetzt mit euch live wickeln. Und ja, alles Weitere sehen wir in den folgenden Minuten. Hab schon lange kein Video mehr gemacht und ja, komme ich leicht ins Stottern. Also das Innenleben. So, jetzt muss ich wieder hier ein bisschen rumzoomen. So sieht das Innenleben aus. Die Rillen sind ungefähr 1 cm mal 1 cm tief, ungefähr. Ja. Die Isolatoren sind hochwertig. Das sind diese Keramikisolatoren. So ähnlich wie beim Dom. Wir haben hier 4 Schrauben. Das da hier lässt sich nach links oder rechts verdrehen. Es ist Centerpol, wie ihr hier sehen könnt. Und ja, ich habe mir das so längere Zeit angeschaut, da habe ich mir gedacht, Moment, da stimmt doch was nicht. So, und zwar folgendes. Wenn wir uns jetzt die Luftlöcher anschauen, könnt ihr gleich auf Anhieb sehen, dass da die Luftführung etwas fehlgeschlagen ist. Anscheinend ist das so eine Fehlproduktion, weil ja, also jetzt, Moment, jetzt ist er auf Anschlag und da könnt ihr sehen, dass die Luftlöcher etwas zu weit nach oben sind. Also das sind ungefähr
zwei oder drei Zehntel, die zu hoch sind. Ja. So jetzt sieht man das. Ich würde die Luftlöcher hier bevorzugen, in dieser Höhe, aber nein, die sind um 2 bis 3 Zehntel höher. Ja, und das bedeutet, dass die Luft nicht direkt auf die Coils treffen wird, sondern etwas weiter höher. Ne? Das Ganze ist sehr scharfkantig, wie ihr hier sehen könnt. Wenn man hier nicht aufpasst, kann man sich schön die Finger abschneiden. Also, ihr seht, wie scharfkantig das ist. Verarbeitung ist nicht so das Wahre. Dazu braucht man Inbusschlüssel für den Pluspol. Ja. Innen sieht man das Ganze wieder auch schön. Und Moment, kriege ich das in die Kamera rein, dann könnt ihr das besser sehen. So, jetzt gehe ich hier mal rein und die Luftlöcher treffen genau auf die Schraube. Die sind wirklich etwas zu hoch. Und wenn ich jetzt hier das hier drauf setze, wird es noch deutlicher. So, jetzt muss ich hier wieder. Als Möglichkeit gibt es Single Coil und Dual Coil, also die Luftlöcher sind dazu ausgelegt. So, jetzt muss ich hier ein bisschen rumdrehen. Okay, jetzt ist beidseitig offen. Und jetzt ihr seht, Luftloch trifft genau hier in dem Bereich, aber nicht hier, wo die Coils eigentlich liegen werden. Und das ist so, was mich da so ein bisschen aufregt. Und halt auch die schlechte Verarbeitung. Material ist Edelstahl. Also, ihr seht, da bleibt kein Magnet hängen. Nirgendwo. Ne. Also, von den Materialien nicht schlecht. Keine Seriennummer, gar nichts.
Nur das Finish ist halt ein bisschen scharfkantig. Hat man da schon ein bisschen gefuscht und wahrscheinlich sind das so, ja, Fehlprodukte, ne? Man sieht auch hier, das Loch ist nicht genau in der Mitte. Soldado. Okay, als Wickeloption habe ich mir Folgendes gedacht. Eine Dual Coil mit Watte und ja, 2x2 mm Bohrer und 0,7er Rebron. So. Das ergibt dann ja 0,6 Ohm, wenn ich Glück habe. Fünf Windungen. Fünf Coils. Machen wir uns mal ins Wickeln. Nummer 1. Nummer 2. So. Okay. Bin ich mal echt gespannt, wie der dampfen wird. Im Voraus, von der Verarbeitung her, würde ich ihn nicht empfehlen. Jetzt mal sehen, wie der dampfen tut. Okay, das sind auch fünf. Der Soldado. Soldado, Soldado. So. So, Schraubenzieher. Schraubenzieher. Ja, wieder gut vorbereitet, wie immer. Okay, mein Lieblingsschraubenzieher.
So, diese Schraube weiter aufdrehen. Und diese hier auch. Und diese auch. So. Ja, die Schraube muss ich wieder weiter aufdrehen. Okay. Etwas zu lang. Na, passt schon. So, also ich befestige zuerst die äußeren Schrauben und zum Schluss in der Mitte. Okay, die ist fest. Die ist auch fest.
So. Okay, jetzt das Ganze zentrieren. Und danach eine hier hin eine hier hin. Okay, Abstände sind gleichmäßig. So. Sieht schon mal gut aus. Okay, so sieht das erste Meisterwerk aus. Jetzt in der Höhe gut verstellen. Gut. Aha, hier muss ich noch mal verschrauben. Naja. Draht abknipsen. Jetzt mal gucken.
Ne. Sieht für den Anfang nicht schlecht aus. Null Komma fünf, 0,6 Ohm. Ja, schöne Taschenlampe. Okay, das reicht jetzt. Warte durch. Die Hartmann, die kann ich empfehlen. Die ist ziemlich geschmacksneutral. So, jetzt muss ich mir hier ein bisschen was zurecht. So. Mal sehen, vielleicht ist er doch nicht so schlecht. Hoffe ich zumindest, weil die Luftlöcher liegen für mich nicht an der richtigen Stelle. Es wird sich aber gleich herausstellen. Oh. Erst einmal locken, weil sonst kann man hier nicht so arbeiten. Okay, Mod ist gelockt. So. Einen haben wir schon. Ein Schnurrbart hat er schon. Jetzt kommt der zweite Schnurrbart.
Bin ich echt gespannt. Sieht ziemlich gut aus. Ja, Moment. Habe ich hier so reingelegt. Das sieht man dann gleich besser, wenn ich das so, mein Mentholiquid, wo habe ich das? Mein Mentholiquid. Ja. Das ist es. Okay. Naja, ich lass mich mal überraschen. Okay. Mal sehen, was der sagt. Und wie immer,
Nicht schlecht. Ja, also man kann sich schon manchmal echt irren hier, ne? Also obwohl mir die Luftlöcher zu weit oben liegen, dampft er nicht schlecht. Heiß wird er nicht, also wird schon warm, aber nicht so, ist okay. Wecker hat mich voll erschrocken. Das war's. Ich sage vielen Dank fürs Reinschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.